Ace, euer Computer Future Club im ZDF, kommt auch heute wieder nicht ohne euch aus. Denn diese Sendung sollt ihr aktiv mitgestalten. Ihr könnt in unseren Spielrunden direkt von Berlin, München, Hamburg, Bremen oder vom Telefon aus eingreifen. Außerdem bestimmt ihr unser Musikvideo am Ende der Sendung. Also wer gleich mitmachen will, ruft jetzt auf unserer Baseline an. Cool. Und wenn mir einer von euch erzählen kann, warum junge Moderatoren immer speaken wie ein kaputter Leierkasten und moven wie eine Mixture von Joe Cocker und Epileptica, dann kann er mich direkt ancallen auf dem Phone über die Input-Baseline der Infostage auf dem Interactive-Channel vom TV-Set. Sorry, bin irgendwie total eingeenglischt heute, aber es ist cool. Und now zum neuen Game von Nintendo. Nintendo, scheiße, voll verspoken. Im Mittelpunkt dieses Spiels steht der Affe und sein Freund Didi, ja? Hier dreht sich alles um die Bananen, denn euer Ziel ist es, die Bananen wiederzufinden, die die bösen Dschungelbewohner aus dem Lager geklaut haben. Ich gebe jetzt ab an Uli. Wir alle drücken dir die Daumen. 3, 2 und Spiel ab, sammle die Bananen. Da geht's dahin. Spring, da ist die Tonne mit deinem Freund Didi. Wunderbar, sammle die. Sehr schön, spring drauf auf diese. Nein, das sind keine echten Krokodile natürlich, die würden anders reagieren. Jeder, der schon mal auf ein Krokodil gesprungen ist, weiß das. Und vorbei, 77 Bananen für Andrea. Andrea, wow! Und das war's schon. Wir haben für euch mit Yakuza geflirtet. Schön, dass ihr zugeschaut habt. Ciao, Eddie. Bye, bye, ihr zwei. Bye, bye. Macht's gut. Ja, tschüss, verpisst euch, das ist ja nicht zum Aushalten. Ich meine, so etwas will doch nun echt keiner sehen, vor allem kein Teenager. Da ist es ja sogar noch cooler, der scheintoten Oma beim Gebissreinigen zuzugucken, als diesem Scheiß hier, ne? Eine Horde kleiner Popelköppe daddelt dösig vor Zuschauern an irgendwelchen Videospielen rum, wie Pickel ausdrücken mit dem Knight Rider oder die Super Mario Brothers beim Fliesenlegen. Obwohl, eigentlich war es ja schon abzusehen, was dabei rauskommt, wenn der senilen Sender ZDF eine jugendliche Computershow macht. Entweder sowas oder Dieter Thomas Heck spielt mit einer elektrischen Schreibmaschine.